Herzlich willkommen und hallo zu unserem Webinar zum Thema kundenorientierte Preisstrategie. Mein Name ist Jörg Staudacher, ich bin Partner von Custom SX und möchte in einer Stunde kurz vorstellen, was so die Vorteile einer kundenorientierten Preisstrategie sind, gerade zur aktuellen Zeit, wo eine Krise nach dem anderen kommt. Wenn man einsteigt in das Thema Preisstrategie und kundenorientierte Preisstrategie, sieht man immer, dass gerade der Hebel des Preises den wichtigsten Einfluss auf den Gewinn eines Unternehmens hat. Nicht den Umsatz, sondern den Gewinn. Trotzdem sieht man, wenn man mit vielen Unternehmen spricht, dass sehr viel an Kosten geschraubt wird, auch der Versuch, der Umsatz im Sinne der Absatzmenge zu steigern. Aber in den meisten Firmen spielt der Preis nur eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise es fehlt ein professionelles Management des Pricings. Was eben verwundert, wenn man sieht, was ist die Gewinnentwicklung bzw. wie groß der Hebel des Preismanagements ist. Und wenn man dann anschaut, strategisch auch, was ist das Thema, wenn ich im Vertrieb oder aus der Vertriebssicht mir das Ganze anschaue, ist es ja oftmals so, dass man doch Aufträge aufgrund des Preises verliert. Also wenn man da Auftragsverlustanalysen durchführt, wird ja meistens auch von Seiten der Kunden genannt, der Preis war zu hoch oder der Preis hat nicht gepasst. Und auch hier bietet es sich eben an, dass man viel systematischer und konzeptioneller auf das Thema Preismanagement schaut, weil es eben oftmals auch der Grund ist, warum Firmen nicht weiter wachsen, warum die Profitabilität nicht weiter gesteigert werden kann. Im Grundsätzlichen hat da McKinsey mal eine Studie zu durchgeführt, das versucht verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Man sieht hier auf der einen Seite das Top-Quartil, also sind die Zielgruppe oder die untersuchte Gruppe wurde in vier Gruppen unterteilt. Und man sieht in dem Top-Quartil, dass hier ein relativ großer Anteil der Firmen aktiv Preise besprechen. Und wenn man dann auf der rechten Seite weiterschaut, dass das auch einen sehr hohen Einfluss auf den Gewinn hat. Ja. Schaut man sich dann das Bottom-Quartil, also die das am schlechtesten machen, an, oder die an die geringste Gewinnentwicklung haben, sieht man, dass auf der einen Seite die Preise sehr viel weniger diskutiert werden. Auf der anderen Seite aber, wenn man ganz nach rechts schaut, der Umsatz ähnlich wie die im Top-Quartil sich weiterentwickelt. Das heißt, die große Herausforderung, und das hat McKinsey hier sehr, sehr schön gezeigt, ist die, dass auf der einen Seite Firmen sehr, sehr stark auf den Umsatz schauen und dadurch gar nicht merken, wie wichtig der Hebel des Preises wäre. Und die Firmen, die eben systematisch Preise diskutieren, die systematisch und regelmäßig Preise analysieren, haben eine deutlich größere Chance der Gewinnsteigerung. Also hier eine große Möglichkeit für Unternehmen, sich besser zu positionieren. Wenn man dann aktuell die Situation sich anschaut, gibt es eine Krise nach der nächsten. Rohstoffpreise, Lieferantenprobleme und dergleichen mehr. Jetzt auch wieder eine Inflation. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen, alle 1, 2, 3 Jahre, die auf das Unternehmen treffen und die auch wieder als Argument genutzt werden können, zu sagen, ja, wir erhöhen die Preise nicht oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder der Zeitpunkt maybe wäre vielleicht in 3 Monaten besser oder in 2 Jahren. Das heißt also, wir müssen uns auch daran gewöhnen, aus der Unternehmensführung heraus, dass wir in einer Zeit der Dauerkrisen leben, dass immer neue Herausforderungen kommen werden und dass wir uns auch klar sein müssen, dass Preise also nicht so sehr an der externen Umwelt nur festgemacht werden sollen, auch schon, aber dass wir auch vor allem in der Firma anfangen, eine eigene Preisstrategie, eine eigene Preisentwicklung über die kommenden Jahre zu definieren. Und wir erleben eben als Beratungsfirmen, dass wir in viele Unternehmen reinkommen, dass auf der einen Seite die Preiskompetenzen und Fähigkeiten nicht groß sind. Das ist die eine Baustelle. Aber das andere ist, dass es schon gar keine Pricing-Strategie gibt. Das heißt, auf die Frage, wo wollen wir eigentlich in den kommenden 3 bis 5 Jahren sein mit unseren Preisen, es eigentlich keine Roadmap, einen klaren Plan gibt, wann wird was gemacht und wie führen diese einzelnen Bausteine zusammen. Im Ergebnis sehen wir zurzeit, dass viele Firmen die Kosten runtersenken und noch gleichzeitig die Preise steigern, das im gleichen Moment, einfach als kurzfristige Reaktion auf Krisen. Das ist immer suboptimal, weil auf der einen Seite der Kunde mitbekommt, der Wert der Leistung wird reduziert und auf der anderen Seite soll ich auch noch mehr für zahlen. Das heißt also hier, es geht nicht nur darum zu sagen, ich muss besser werden, ich muss ein kundenorientiertes Pricing etablieren, sondern auch erstmal die Grundlage schaffen, Preismanagement nicht nur als Instrument, als operative Maßnahme zu begreifen, sondern in der Firma ein Verständnis, dass es hier genauso wie bei allen anderen Themenbereichen eine Strategie, einen langfristigen Plan braucht.
schaut man sich das eben nämlich an jetzt in Zeiten von Krisen. Was machen Unternehmen, wenn eine Krise kommt? Das ist jetzt beispielhaft aus dem Jahr 2008 aus Deutschland. Die meisten erheben mehr Druck in den Vertrieb, sagen, wir wollen mehr gewinnen, wir wollen mehr aus den Kunden rausholen, dann eben Kostenreduktion. Aber nur 30% gehen in das Thema Preisanpassung an. Das heißt, auch hier, wenn man sich die Hebel wieder anschaut am Anfang, ist der Preis der stärkste Hebel, auch in der Krise. Und die meisten Firmen gehen eigentlich nicht an den Preis ran, sondern versuchen durch Aktivitäten, durch Produktanpassung, Kostensenkungen hier erfolgreich zu sein. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass diese Maßnahmen nicht gemacht werden sollten. Es verwundert nur eben, dass der Preis gerade auch in Krisenzeiten so selten angefasst wird bzw. benutzt wird. Und wenn man sich allgemein die Ausgangslage anschaut im Thema Pricing oder Preismanagement, ist es meistens so, dass wir auf der einen Seite, wenn wir uns den Wert anschauen, in vielen Firmen keine klare Differenzierung gibt. Es gibt eben keine Preisstrategie. Es gibt auch keine Preisdifferenzierung, das heißt individuelle Preisgestaltungen. Es fehlt ein Einsatz von Behavioral Pricing, also wie kommuniziere ich den Preis, wie stelle ich die Preise optimal dar. Es gibt auch keinen Lösungsverkaufansatz. Und der Vertrieb steuert meist auf Umsatz. Das heißt, in der Kombination trifft es nicht auf alle Firmen in dieser Reihenfolge zu, aber viele Firmen haben dort mehrere Punkte. Und das trifft dann auf der einen Seite auf eine gewisse Faulheit, so, ja, Preismanagement, warum soll ich mich damit beschäftigen? Auch ein gewisser Druck, ne? Die Preise sind gefühlt schon hoch, gerade für Schweizer Firmen. Der Wettbewerb hat immer einen besseren Preis. Ich habe eben auch zahlreichere Wettbewerber. Inzwischen für größere Unternehmen professionalisiert sich der Einkauf. Das heißt, auf der einen Seite habe ich den Vertrieb, der nicht so ganz hinterherkommt. Auf der anderen Seite der Einkauf, der immer systematischere Datenanalysen macht und hier professioneller auftritt. Dann habe ich auch ein stagnierendes Wissen über das ganze Thema und natürlich eine zunehmende Komplexität. Das heißt, meine Angebote werden immer schwieriger zu erklären. Es wird immer komplexer mit meinen Zusatzdienstleistungen. Und im Ergebnis führt es dazu, dass viele Firmen nicht in der Lage sind, ihr Preispotenzial eigentlich optimal auszuschöpfen. Das heißt, es wird viel mehr in Verkaufsschulungen investiert, in Marketing, in Social Media, in Chatbots, natürlich jetzt auch in Artificial Intelligence, als sich wirklich im Unternehmen hinzusetzen und sich zu überlegen, was ist eigentlich der Wert, wie können wir den Wert systematisch steigern und wenn wir diesen Wert systematisch steigern, wie können wir das Gleiche mit unseren Preisen tun. Und diese Balance herzustellen und dann beide Seiten systematisch im Zeitablauf zu verbessern, das ist der eigentliche Job eines Unternehmens, gerade auch aus der Vertriebssicht. Und hier gibt es eben extrem große Potenziale. Schaut man dann weiter, gibt es verschiedene Pricing-Ansätze. Was machen die meisten Firmen in Unternehmen? Die meisten Firmen gehen von den Kosten plus vor. Warum? Es ist sehr einfach. Ich definiere meine Produktionskosten und haue einen gewissen Markup drauf. Oftmals ist es auch, weil man die Kosten relativ oder den Mehrwert schlecht schätzen kann. Wenn ich jetzt im Projektgeschäft bin, sind es einmalige Sachen. Auch, soll man sagen, vielleicht die Kunden sind schwer dafür zugänglich, diese direkt zu befragen. Das heißt, es gibt gewisse Gründe aus der Vergangenheit, dass man auf dieses Kosten-Plus-Pricing setzt, weil es eben sehr einfach ist. Und hier kommt immer wieder der Punkt, wo ich sage, wir diskutieren heute zurzeit über Artificial Intelligence, wir diskutieren über Digitalisierung und viele andere komplexe Sachen. Aber im Preismanagement, wie gesagt, der wichtigste Hebel, sind wir sehr, sehr altertumsbezogen oder sehr geschichtsträchtig unterwegs. Das heißt, wir setzen auf Methoden, die mehrere hundert Jahre alt sind. Der zweite Schritt, und der wird meist in Kombination mit dem Kosten-Plus-Pricing durchgeführt, ist natürlich auch ein bisschen der Vergleich vom Wettbewerb. Bin ich etwas teurer, bin ich etwas billiger? Und nicht wenige Unternehmen und Vertriebsabteilungen setzen da relativ viel Zeit drauf ein. Das heißt, man recherchiert über die Webseiten, holt sich Angebotslisten von Kunden und dergleichen mehr, um zu schauen, wo steht der Wettbewerb. Und dann versucht man mit dem Kosten-Plus auf der einen Seite seine Produktionskosten zu decken und über eine Wettbewerbsanalyse auch ein bisschen gegenüber dem Wettbewerb zu stehen. Und diese beiden Pricing-Ansätze sind per se erstmal nicht verkehrt für eine Basis. Das heißt, um eine Basis zu haben, ist das erstmal kein verkehrtes Vorgehen. Was ich eben heute vorstellen möchte, ist ein kundenorientiertes. Da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Einmal ein Value-Based Pricing. Das heißt, ich komme auf die Kundenbedürfnisse und den Wert der Kunden gehe ich ein. Und das zweite ist ein Relationship-Based Pricing, das wir heute nicht vorstellen werden, das noch stärker auf den Kundenwert eingeht. Hier geht es darum, dann noch zu überlegen, wie viel gibt der Kunde eigentlich für mich aus? Und das ist vor allem dann auch im Thema Rabattsystem relativ ein starkes Instrument. Aber wir werden heute auf den mittleren Bereich eingehen, eben auf die Kundenbedürfnisse und Wertvorstellungen der Kunden.
Was gibt es da zu beachten? Es gibt drei Wunder des Preismanagements. Erstens, bei den meisten Unternehmen geht es darum, die Kompetenzen in der Kundenbefragung zu stärken. Wenn ich von kundenorientiertem Preismanagement spreche und Preisstrategie, setzt es voraus, dass die Firma in der Lage ist, Kompetenzen oder gute und hochwertige Kundenbefragungen zum Thema Preismanagement durchzuführen. Das ist einer der größten Bausteine. Das zweite ist, dass sich die Firmen mit Value und Behavioral Pricing auseinandersetzen, die Methodik verstehen und auch diese Erkenntnisse gerade auch aus der Forschung für die eigene Firma übertragen können. Der dritte Punkt, nicht weniger wichtig, ist dann, dass man Pricing auch den Raum in der Firma gibt, eine systematische Organisation. Wir haben das nicht selten, dass wenn wir gerade bei Mittelständlern Analysen machen im Bereich Preismanagement, dass oftmals die Assistenz oder andere Abteilungen, wo man denken würde, da liegt sicher nicht das Preismanagement, dann final über die Preise für das kommende Jahr entscheiden, weil diese Mitarbeiter schon lange in der Firma sind, oftmals auch ein gutes Verständnis haben, über einen Ausgleich zu schaffen über die verschiedenen Abteilungen. Aber eine systematische, professionelle Organisation des Preismanagements ist in vielen Firmen nicht vorhanden. Wie sieht es dann von den Stufen her aus? Es gibt so anhand von Erfolgsfaktorforschen 4 verschiedene Stufen. Am Anfang herrscht meist das große Chaos. Das heißt, man geht irgendwie in den Markt, jeder Vertriebler gibt verschiedene Rabatte, die Preise werden so irgendwie bestimmt quartalsweise auch geändert. Das heißt, der Preis ist immer so wie ein kleines Schiff auf hoher See, wenn die Wellen kommen, es geht mal hoch und geht mal runter. Aber im Grundsätzlichen fehlt jegliche Systematik. Der Schritt 1, den alle Erfolgsfaktoren-Forschungen aufzeigen, ist erstmal Strukturen zu etablieren. Das heißt also, es ist nicht die Idee, dass man schon gleich mit Stufe 2 bestimmt, eben der Mehrwert und der Wertanalyse, sondern das Wichtigste ist erstmal, dass man in einer Organisation die Strukturen aufbaut. Gibt es ein Pricing-Gremium? Wer beschäftigt sich mit dem Pricing? Wer führt die Pricing-Messungen durch? Wann werden wie die Pricing-Regeln geändert? Und vor allem auch mal eine grundsätzliche Entwicklung einer Pricing-Strategie, die dann zwar keine Inhalte hat, aber dass man mal für sich und im Unternehmen mal definiert, wo will man eigentlich hin? Eben im dritten oder zweiten Schritt geht es dann darum, dass man den Mehrwert versteht. Das heißt, da kommen dann diese Pricing-Kundenbefragungskompetenzen ins Spiel. Das heißt, wenn ich mal das System habe, wenn ich die Systematik habe in der Organisation, fange ich dann an, den Wert der Kunden zu verstehen und das dann auf der einen Seite auf meinen Preis als auch auf mein Rabattsystem zu übertragen. Und dann als weitere Stufe wird die Organisation optimiert. Das heißt hier, ich gehe jetzt hin und sage, okay, ich baue erstmal die grundsätzlichen Strukturen ein, grundsätzliche Gremien und gehe dann hin und versuche nochmal die Prozesse und einzelne Bereiche, gerade auch im Vertrieb, zu optimieren auf Basis der Ergebnisse, die ich dann in Stufe 2 erhalten habe. Und wenn ich das Ganze dann etabliert habe, geht es darum, das systematisch zu verbessern. Das heißt, welche Methoden, vielleicht die Methodiken über die Zeit zu verbessern, die Entscheidungen schneller durchzuführen, die ganzen Preisanalysen noch mit dem Kundenwert zu kombinieren und dergleichen mehr. Das heißt also, in diesen ganzen Systematik kontinuierlich besser wird. Und das Verrückte ist, wir haben diese Excellence-Ansätze im Vertrieb, wir haben die Excellence-Ansätze im Marketing, in vielen Bereichen, im Produktmanagement sowieso, aber gerade im Preismanagement fehlt dieser Excellence-Gedanke und dieser schrittweise Vorgehen, um eben im Preismanagement einen deutlichen Schritt vorwärts zu kommen. Das heißt, auch wir als Berater, obwohl wir da gut von profitieren, sagen immer, es reicht nicht aus, nur eine Preisstudie zu machen oder eine Befragung, sondern es geht immer darum, die Organisation zu transformieren, Pricing strukturell in die Firma aufzunehmen. Schaut man dann weiter, fragen sich dann immer viele, ja, was ist denn der Vorteil von so einem kundenorientierten Preismanagement? Das klingt ja erstmal gut, kundenorientiert ist in aller Munde, wir wollen alle kundenorientiert sein. Und wir haben hier mal die 4 Dimensionen rausgestellt, die für uns immer wichtig sind, was das kundenorientierte Preismanagement alles umfasst. Und wie man sieht, es geht eben nicht nur um den Preis, sondern es geht immer um beide Seiten, um den Wert und den Preis. Das heißt, was bringt mir so ein kundenorientiertes Preismanagement? Erstmal habe ich ein besseres Verständnis, wie meine Kunden diese Preise überhaupt wahrnehmen. Preisvertrauen, Preisfairness, Preiswissen. Also wie genau nehmen die meine Preise wahr? Ist da noch Luft? Habe ich da Baustellen? Der zweite Bereich, sehr wichtig, ist auf der Wertseite eben, wie wichtig sind denn meine einzelnen Angebotsdimensionen? Wie stark ist denn meine Marke? Wie stark ist mein Service? Wie stark ist mein Kernangebot? Wie stark
sind meine Mitarbeiter am Telefon. Das heißt also, einzelne Bereiche, deren Wichtigkeit wird in Beziehung zum Preis gesetzt. Und für mich als Manager natürlich die tolle Situation, dass ich dann verstehe, welcher Hebel hat den größten Einfluss auf eine Preissteigerung. Das heißt also, es geht bei einer kundenorientierten Preisanalyse nicht nur darum zu verstehen, kann ich die Preise erhöhen und um wie viel oder verändern, sondern immer auch, was muss ich auf der Wertseite unternehmen, damit diese Preisveränderung auch optimal von den Kunden beurteilt wird. Das heißt also, immer diese Balance, die ich eingangs vorgestellt hatte, zwischen Wert und Preis, diese möglichst auch durch die Analysen zu unterstützen. Der dritte Bereich, nicht weniger wichtig, ist nicht so sehr, wie sind die Preise von Wettbewerb, sondern wie stark ist der Wettbewerb. Die modernen kundenorientierten Preismanagement-Analysen ermöglichen auch, die Stärke der Wettbewerbsmarken zu analysieren und dadurch mir die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wenn ein Wettbewerber höhere Preise hat als ich, liegt es daran, dass einzelne Bereiche aus diesem Wettbewerber auch besser oder wertvoller beurteilt werden oder geht er nur einfach mit höheren Preisen in den Markt? Auch hier wieder sehr, sehr hilfreich. Und der abschließende Punkt, natürlich am vierter Punkt, ist dann die Preispositionierung für mich als Unternehmen. Das heißt also, wo stehe ich, wie positioniere ich mich am Markt, was ist die optimale Preisgestaltung, um erfolgreich und den Gewinn zu steigern. Und das ist eben der Riesenvorteil gegenüber dem Kosten- und Wettbewerbspricing. Ich kriege durch ein kundenorientiertes Preismanagement eine viel größere Datengrundlage, ein viel tieferes Verständnis zum einen über meine eigene Firma, über den Wettbewerb und über die Bedürfnisse und Wichtigkeiten der Kunden. Und das alles immer in der Zielsetzung, meine Preise zu optimieren. Das heißt also, ein kundenorientiertes Preismanagement ist da auf der einen Seite auch herausfordernder und umfassender. Auf der anderen Seite eben bietet es unglaublich viele Möglichkeiten für die Managementgestaltung. Und wenn wir jetzt eben zum kundenorientierten Preismanagement kommen, gibt es zwei Missverständnisse, die man kurz ansprechen muss. Ein Missverständnis ist immer das Thema Preispositionieren, gerade auch in der Schweiz. Viele Unternehmen kommen auch immer zu uns und sagen, ja, unsere Preispositionierung, wo stehen wir? Und gehen dann von dieser Grobpositionierung aus. Das heißt, habe ich einen günstigen Preis, einen mittleren Preis oder einen hohen Preis? Da kann man immer so auf Porter drauf aufbauen. Das heißt also, bin ich stuck in der Mitte, bin ich ein Kostenführer oder Differenzierung? Aber worum es eigentlich beim Preismanagement geht, ist die Feinpositionierung. Also in meinem Wettbewerbsgruppe, wie viel weiter weg bin ich als meine direkten Wettbewerber und wie nahe bin ich an diesen dran? Das heißt also, Preismanagement und gerade kundenorientierendes Preismanagement hat nicht die Aufgabe, grob schlechtig zu erklären, ist es ein Kostenführer, bin ich billig, mittelpreisig oder hochpreisig, sondern in meinem Segment, in meiner kleinen Gruppe an Wettbewerbern, wie positioniere ich mich dort? Und der zweite Schritt ist, wenn ich mich dann da positioniert habe, also fein positioniert habe, was sind die Argumente, um diese Feinpositionierung zu unterstützen? Das heißt, gerade in der Praxis wird immer von dem ersten Bild oben links ausgegangen, obwohl eigentlich der wahre Wert eines kundenorientierten Preismanagements in den folgenden beiden Abbildungen liegt. Das zweite Missverständnis in vielen Unternehmen ist, wahrscheinlich aus der VWL getrieben, dass viele davon ausgehen, dass die Preis-Absatz-Verhältnis einen linearen Bezug hat. Das heißt, je höher der Preis, desto weniger werde ich verkaufen. Und das hat einen linearen, also eine Gerade, die mehr oder weniger stark ist oder steil ist. In der Realität ist es aber so, dass es immer sehr starke Preisschwellen gibt in den Einzelmärkten. Das heißt, in gewissen Bereichen wird die Elastizität sehr stark. Das heißt, eine kleine Zunahme vom Preis führt auch zu einer hohen Abnahme vom Umsatz. Und in anderen Bereichen ist es genau andersrum. Da kann ich die Preise relativ lange erhöhen und die negative Auswirkung auf den Absatz bleiben relativ reduziert. Und wie man das hier an diesem Bild zeigen kann, beispielhaft, ist es eben so, wenn ich das verstehe, kann ich eben teilweise bis zu 3-4 Franken oder Euro in diesem Beispiel mehr rausholen, ohne dass ein großer Absatzverlust eintreten wird. Auf der anderen Stelle ist es so, wenn ich selbst 1 oder 2 Franken draufschlage, dann wird der Auswirkung auf den Absatz relativ stark sein. Und das ist eben das Charmante eines kundenorientierten Pricings, dass ich eine genaue Vorstellung habe von diesen Preisschwellen und dann hier auch maximal ausreizen kann, mein Preismanagement, um eben den Optimum zu finden zwischen Absatzmenge und Preis am Markt bzw. Gewinn. Wenn man sich dann anschaut, was sind denn so Methoden, um dies zu erlangen, gibt es inzwischen zwei Ansätze, grundsätzliche Einsätze. Ein ist das Thema Beobachtung.
Dieser wird auch immer stärker. Gerade große Konzerne mit ihren großen Abteilungen nutzen das immer mehr. Warum? Weil Beobachtungen und Marktsimulationen extrem valide, das heißt stabile Daten liefern. Für die meisten Firmen ist aber dieses Beobachten und Markttesten zu umfangreich und zu teuer. Da reden wir oftmals von Beratungsprojekten von 200.000, 300.000 Franken, auch von dedizierten Abteilungen in Firmen. Das heißt, so der Einstieg in das Thema kundenorientierte Preismessung ist die Befragung. Und hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Einmal der kleinere Ansatz ist über das Thema Experten, wenn man die dann in seiner Branche findet. Das heißt, Experten schätzen die Preise. Oder man geht eben über Kundenbefragung, wo ich jetzt im Einzelnen oder die einzelnen Methoden kurz vorstellen möchte. Der Riesenunterschied zwischen Experten- und Kundenbefragungen oder auch die ersten Arten, so eine direkte oder Garbo-Granger von Westendorp-Methoden, ist der, dass diese vor allem nur auf den Preis abstellen. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, auch den Wert zu verstellen, die Wichtigkeit der einzelnen Dimensionen, das ist hiermit deutlich schwieriger zu erreichen, sondern eigentlich im Kern ist es dann die Conjoint-Analyse, die mir wirklich erlaubt, diese Balance zwischen Wert und Preismanagement optimal abzubilden. Steigen wir mal ein, wenn man sich anschaut, was passiert denn eigentlich in der Praxis, welche Methoden werden genutzt, und dann sieht man eben, dass meistens eine direkte Befragung, wenn überhaupt, stattfindet, dass man auch mehr die Marktdaten analysiert und dass sowas wie eine Conjoint-Analyse oder auch Experimente, wie ich es gerade vorhin eingangs gesagt habe, in den seltensten Fällen zum Einsatz kommen. Und das immer mit dem Verweis, es ist teuer, es ist aufwendig, es ist kompliziert. Aber wenn man sich dann eben anschaut, was Social Media heute bedeutet in vielen Firmen, da sitzen 2, 3 Mitarbeiter, es ist kompliziert, es ist teuer, es ist aufwendig. Und hier geben wir für die Kommunikation so viel Geld aus und da, wo wirklich der größte und stärkste Hebel ist in der Unternehmung, im Preismanagement, kommen immer die Argumente, dass es sehr, sehr schwierig ist. Das heißt also, wir haben eine von der Wahrnehmung her eine totale Disbalance bei den Verantwortlichen, dass sie auf der einen Seite sagen, alles was Kommunikation ist oder auch Vertriebsmaßnahmen, das ist ja sehr lustig, da machen wir mit. Aber wenn es um den Preis geht, wobei das auch immer relativieren muss, gar nicht so kompliziert ist, immer Vorbehalte sind, dass es die Investition lohnt sich nicht, es ist zu aufwendig. Und da muss man natürlich sagen, gerade Investitionen in ein professionelles, kundenorientiertes Preismanagement lohnen sich mit viel größerer Sicherheit, als es jede Social Media Abteilung tut. Guckt man sich dann die einzelnen Methoden eben an, kann man als Einstieg eine Garbo-Granger Methode machen in einer Firma. Worum geht es da? Man befragt Kunden, zeigt das Produkt und fragt immer wieder, ob sie zu diesem Preispunkt kaufen würden. Die Preise steigen systematisch und gehen dann wieder runter. Und man sieht unten in der Abbildung, dass eben unterschiedliche Teilnehmende unterschiedliche Zahlungsbereitschaften haben. Und das Schöne ist an der Methode, dass sie eben nicht nur nach einem Preis fragt, also einmal, wie viel würdest du für dieses Produkt bezahlen, sondern mehrere Fragen hintereinander kommen und man dann durch die Kurven und die Mittelwerte und die Zusammenaggregation dieser Daten dann auf einen optimalen Preis kommt. Das Schöne an der Methode ist relativ simpel, wird auch heute von zahlreichen Softwaren unterstützt. Der Nachteil ist eben, wie eingangs gesagt, ich verstehe das Produkt, den Wert, den Einfluss auf diese Preisstellung nicht. Aber ich kann hiermit schon ein optimales Preispositionierung bestimmen und ich kann anfangen, Preise zu differenzieren und segmentieren, weil ich eben aggregiert oder einzelne individuelle Ergebnisse habe, die ich dann analysieren kann. Als zweite Methode für ein kundenorientiertes Pricing ist eben der Klassiker, die Van Westendorp-Methode. Hier gibt es ja die einfache Variante, die hier dargestellt ist. Es gibt noch die kompliziertere mit 2, 3 Fragen mehr. Und hier geht es darum, 4 Fragen zu stellen. Wann ist das Produkt zu teuer? Wann ist es ein guter Preis? Wann ist es zu billig? Und wann ist es so billig, dass ich der Qualität nicht vertrauen würde? Und diese 4 Fragen ist auch ein ganz einfacher Ansatz, die Kunden zu befragen. Also das kann jeder relativ gut ausfüllen. Man kann hier jetzt so sogar Zahlen vorgeben, gewisse Ranges. Man kann das Ganze offen machen und den Menschen sagen, ihr habt die Freiheit. Das ist unterschiedlich möglich, ne? Aber bei vielen Produkten kann man das auch in Ranges geben, weil viele Kunden auch ein relativ gutes Preiswissen haben. Also es ist überhaupt kein Problem, hier auch mit solchen Reitern zu arbeiten in der Hebung. Und wenn man sich dann eben die Ergebnisse anschaut, habe ich 4 Kurven und aus diesen Schnittpunkten dieser 4 Kurven zeigt sich dann, welche Möglichkeiten ich habe in der Preisgestaltung. Zum einen ist immer das Wichtigste, dass man sich den Raum zwischen diesen 4 Punkten anschaut. Das heißt also, wie breit ist der, wie heterogen, wie unterschiedlich sehen meinen Kundenstamm
das Thema Preis auf dieses ein Produkt, was ich abgefragt habe. Und dann kann ich eben die untere Grenze, die obere Grenze bestimmen. Ich kann den Indifferenzpreis bestimmen. Das heißt, da ist das Optimum zwischen Wert und Preis, was wir eingangs gesagt haben. Und ich kann den Penetrationspreis bestimmen in dem Bereich, wo ich den meisten Volumenmarktanteil und den meisten, wie soll man sagen, Wachstum auf Volumen und Marktanteil haben. Das heißt, für die meisten Schweizer Firmen geht es darum, zwischen Indifferenzpreis und oberer Preisgrenze ein Optimum zu bestimmen und für sich dann zu entscheiden, okay, auf Basis der Daten können wir auch hier wieder Preise noch weiter differenzieren. Gibt es gewisse Gruppen, die hier ausreißen, können wir hier in unserem Pricing uns besser aufstellen. Und schon beide Methoden, Garbo Granger oder von Westendorp, ermöglichen unglaublich viele Analysen und Verständnisse über die Zahlungsbereitschaften der Kunden und eine Optimierung des Preismanagements. Umso verwunderlicher ist es eben, dass, wenn man auch sich überlegt, dass man für die Investition in eine Standardsoftware, um das auszuwerten, maximal 2.000 Franken investieren muss im Jahr, dass hier ein Unternehmen nicht viel mehr dazu übergehen, diese Methoden kontinuierlich zu nutzen. Zum Beispiel auch zu sagen, gerade bei jeder Innovation, bevor wir die auf den Markt geben, nutzen wir die. Auch dann zum Beispiel gewisse Kundengruppen zu befragen, zu sagen A-Kunden versus C-Kunden, gibt es hier unterschiedliche Zahlungsbereitschaften. Also man kann hier wahnsinnig viel spielen. Und dass man hier diese Möglichkeiten und diese geringen Investitionen, diese gerade einfach zu erhebenden Erkenntnisse in so, so vielen Firmen überhaupt nicht nutzt. Und wie gesagt, gerade auch zurzeit sich vielmehr wieder mit Social Media, Chatbots und Artificial Intelligence beschäftigt, die alle nicht verkehrt sind, die ein Unternehmen auch haben sollte. Aber wie gesagt, wenn ich diese Daten habe, wenn ich auf Basis dieser Erkenntnisse Entscheidungen treffe, hat das einen deutlich anderen Hebel auf das Unternehmen und zwar auch relativ kurzfristig. Gehen wir weiter zu der Methode, die eigentlich heute in Unternehmen Standard sein sollte, was es aber nicht ist, die Choice-Based Conjoint Analyse. Auch hier gibt es inzwischen viele Anbieter, die diese Software, früher war es teilweise 8.000 bis 16.000 Franken für ein einmaliges Projekt. Inzwischen auch hier kann man für 2.000 Franken eine Jahreslizenz bekommen und kann dann damit so viele Analysen fahren, wie man möchte. Und das Schöne bei dieser Choice-Based Conjoint-Analyse im Gegensatz zu Van Westendorp, Garber Granger oder Expertenschätzungen ist, dass es eben nicht nur auf den Preis jetzt ankommt, sondern wie man hier sehen kann, am Beispiel von einem Automobilbeispiel, dass man hier auch noch den Wert abfragen kann. Das heißt, man fragt den Kunden immer, hier sind drei Beispiele, drei verschiedene Marken, man hat also auch die Wettbewerbsperspektive noch mit drin und dann die Frage, welches von diesen Angeboten würdest du wählen oder auch keins davon. Und das ist eben da auch, woher der Name kommt, Choice-Based Conjoint. Es wird also nicht fiktiv gefragt, was findest du schön, sondern die Frage stellt auf das Thema ab, welches von diesen Angeboten würdest du kaufen. Und im Vergleich zu früheren Conjoint-Analysen hat eben auch ein Kunde oder ein potenzieller Kunde die Möglichkeit zu sagen, keines davon ist für mich interessant. Und das macht eben die Ergebnisse dieser Conjoint-Analyse noch valider, das heißt noch stabiler als im Vergleich zu früheren Methoden. Wie sieht es dann aus? Was hat man dann im Ergebnis? Und das ist eben das Spannende bei der Conjoint-Analyse. Man muss sich vorstellen, jeder Teilnehmer der Befragung muss das 10-mal beantworten, diese Art von Fragestellung. Und in der Anlegung ist es relativ einfach. Das heißt, man definiert die Merkmale und Ausprägungen und dahinter gibt es einen Algorithmus von Adelmann, der dann immer wieder, je nachdem, welchen Produkt der Kunde auswählt, innerhalb dieser 10 Beispiele, dann immer wieder das stärker auf den Kunden zuschneidet. Also nehmen wir das Beispiel, ich wäre vor allem großer BMW-Fan, dann würde die Software die ersten drei Fragen sehr stark auf die BMW abstellen, dann würde sie speichern, okay, BMW, da ist er ein großer Fan, dann wird es weitergehen, wie wichtig ist ihm Luxus zu Premium-Ausstattung, dann wie wichtig ist ihm Motorleistung. Das heißt, diese Software würde Schritt für Schritt erkennen, wo sind meine wahren Präferenzen und mich dann immer wieder in den Trade-off zwingen, wäre ich denn dann bereit für etwas mehr, auch mehr zu bezahlen oder nicht. Und wenn man das eben 10-mal durchspielt, hat man ein relativ gutes Verständnis, weil die Teilnehmer müssen 10-mal so ein Trade-off durchführen und dann kommt relativ stark raus, okay, Marke ist ihm wirklich sehr viel wichtig, viel, viel wichtiger als zum Beispiel der Antrieb. Und wenn man dann die Ergebnisse anschaut, dieser Software oder dieser Methode, ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genommen, da gibt es noch zahlreiche mehr, aber das wird mannigfaltig, kriegt man erstmal als erstes Ergebnis und das hat ja erstmal auch nicht nur was mit dem Preismanagement zu tun, eine schöne Übersicht, wie wichtig sind eigentlich die einzelnen Angebotsdimensionen.
Das heißt, ich habe ein klares Verständnis, okay, das sind die einzelnen Attribute, Merkmale, die ich gemessen habe, die mein Produkt ausmachen. Wie wichtig sind die? Wie man jetzt hier sieht, ist eins sehr, sehr wichtig und die anderen liegen mehr oder weniger oder ähnlich auf der gleichen Höhe. Das heißt, wenn ich jetzt auch mir überlege, die Preise zu erhöhen, also auch die Wertwahrnehmung zu beeinflussen, muss ich mir klar sein, wenn ich die erste Dimension nehme und da was verändere oder stärker kommuniziere, dass ich auch die höchste Chance habe, dass diese Wertwahrnehmung auch beim Kunden ankommt und dann auch meine Preiserhöhung optimal wahrgenommen wird bzw. akzeptiert wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den gelben Balken, wenn ich daran arbeiten würde, wäre es zwar schön, wäre sicher auch toll, aber es hat weniger auf die Wertwahrnehmung, hat einen geringeren Einfluss auf die Wertwahrnehmung der Kunden als eben zum braunen Balken. Der zweite Punkt, unter anderem, die solche Softwareanbieter auswerfen, ist dann unten, man hat einzelne Konzepte. Das heißt, aus diesen Merkmalen, Ausprägungen entwickelt die Software die Konzepte, die von 1 bis 40, die am meisten Attraktivität am Markt haben. Hier haben wir so das Thema 48%. Und dann geht es sukzessive runter bis wahrscheinlich zu 10%. Das heißt, auch ich als Manager habe ein klares Verständnis, okay, was ist aus Sicht der Kunden ideal? Und jetzt kann ich mein bestehendes Angebot gegen diese Tabelle legen und sehen, aha, ich bin ungefähr auf Stelle 10, ne, und schaffe ich es vielleicht mit der oder jener Änderung, dass mein Angebot besser wahrgenommen wird, beziehungsweise wo entwickle ich mich als Unternehmen mit meinem Angebot hin, um hier in der Leiter nach oben zu steigen. Allein schon diese Ergebnisse sind extrem viel wert und geben mir als Manager, als Entscheidungsträger eine unglaubliche Sicherheit, eben nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die strategische Weiterentwicklung meines Unternehmens und auch des Angebotsmenschen. Als weiteres Beispiel habe ich dann noch die Nutzenkurven der einzelnen Dimensionen. Man sieht hier, das sind jetzt eben die genutzten Merkmale wieder in den gleichen Farben, wie unterschiedlich die Nutzenwahrnehmung ist, je nach Ausprägung. Das heißt, auch hier kann ich jetzt genau überlegen und sagen, okay, ich habe zum Beispiel einen Bereich, den kann ich nicht verändern, der ist extrem negativ, der wird extrem negativ wahrgenommen aus Kundensicht. Mit welchen anderen Dingen kann ich den kompensieren? Und jetzt ist eben das Spannende gerade bei diesen Analysen heutzutage, dass ich ja auf der einen Seite sagen kann, okay, ich mache das über das Kernprodukt. Oftmals bietet sich aber heute die Möglichkeit, über Services oder Dienstleistungen, die einfacher zu gestalten sind, Zusatzdienstleistungen, die einfacher zu verändern und zu gestalten sind, Schwächen im Kernangebot zu kompensieren. Das heißt auch hier, ich könnte in so eine Conjoint-Analyse mein Kernangebot und den Service zusammen abfragen und sehen, ob die Schwächen, die ich im Kernangebot habe, durch eine gewisse Service-Anpassung kompensiert bzw. sogar verbessert werden können. Und dann natürlich unten abschließend auch natürlich auch die Preiswahrnehmung, dass ich hier auch wieder ein Verständnis habe, das hatte ich ja eingangs so vorgestellt, eben diese Preisschwellen, wie stark verändern sich die Preise, ist es eine lineare Abnahme, geht es leicht runter, ist es degressiv, also wie entwickelt sich auch der Preiswahrnehmung, wenn ich da die Preise erhöhe, wie man hier sieht, ist es eben auch kein linearer Entwicklung, sondern es hat eben auch gewisse Preisschwellen in dem Ganzen drin, die ich eben, wenn ich sie verstehe, auch besser nutzen kann. Im Ergebnis ist eben die Choice-Based Conjoint eine unglaublich starke Methodik und auch der Kern des heutigen kundenorientierten Preismanagements. Das heißt also, man kann als Firma mit Gabor Granger von Westendorp mal starten, kriegt ein gutes Verständnis erstmal mit dem gesamten Preismanagement, baut in der Firma eine Systematik auf und Organisationen. Und dann geht man im zweiten Schritt dazu über und sagt, okay, wenn man das alles verstanden hat, dann geht man weiter und versucht dann über eine Choice-Based Conjoint zu vertiefen beziehungsweise hier mehr Verständnis über den Wert und auch den Preis zu erlangen. Was liegt dann vor im Ergebnis, wenn man diese ganzen Sachen aggregiert? Das ist eines unserer Projektbeispiele. Hier geht es darum, dass man dann versteht, okay, ich habe hier gewisse Merkmale, gewisse Dimensionen und jetzt ist ja die Frage, wo kann ich mich differenzieren? Bin ich auch überhaupt in der Lage, wie in diesem Beispiel, mich zu differenzieren? Hier geht es darum, das war ein Transportunternehmen, das Transporter herstellt
Und die Frage war, was sind Differenzierungsmöglichkeiten? Der Preis war schon relativ niedrig, die Marke war nicht zu stark, das ließ sich also auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Viele Produkteigenschaften, dadurch, dass eine Plattformstrategie vorlag in der Produktion, konnten nicht verändert werden. Das heißt, eine Möglichkeit, die wir damals durchgespielt haben, war das Thema Service, dass also möglichst schnell Ersatz vorhanden ist. Und hier kann man sehen, eben wenn ein Tag, zwei Tage oder drei Tage oder 7 Tage Ausfall vorliegen, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Und hier war jetzt eben die Frage für eine Firma, sind wir in der Lage, damals war die Fragestellung europaweit, innerhalb von 1 bis 3 Tagen in ganz Europa, wenn einer unserer Wagen kaputt geht, mit Ersatz vor Ort und Stelle zu sein. Also finden wir Partner in den einzelnen Ländern, die uns hier unterstützen können, damit unsere Kunden relativ geringe Ausfallzeiten haben. Und das ist eben dann auch das Thema Geschäftsentwicklung. Wenn ich auf dem Kernprodukt schon gar nicht mehr so viel machen kann, kann ich mich über Service differenzieren und hat es dann auch eine Möglichkeit, dass die Kunden bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Dann, wenn diese Daten vorliegen, haben wir jetzt ja so eine strategische Fragestellung relativ einfach gemacht. Also wie differenziere ich mich allgemein im Markt? Eine weitere Möglichkeit, wenn man natürlich dann tiefer in diese Daten hineinschaut, ist, kann man noch die Preise differenzieren. Also welche Möglichkeiten, welche Kundengruppen gibt es, wo man noch weiter differenzieren kann? Gibt es regionale Unterschiede in der Schweiz, zum Beispiel in der Westschweiz, oftmals preissensibler als in Deutschschweiz? Zeitliche Preisdifferenzierung haben wir gerade angeschaut. Wenn ich also schneller mit etwas bin, früher bekomme, Lieferung und dergleichen mehr, gibt es hier eine höhere Zahlungsbereitschaft. Das heißt also hier auch mit diesen Daten kann ich verschiedene Arten der Preisdifferenzierung durchspielen und dadurch, dass ich ja das hoffentlich auch einem repräsentativen Sample durchgeführt habe, die Kundenbefragung, kann ich dann schauen, gibt es einzelne Segmente, für die ich dann nochmal gewisse Preisoptionen anbieten kann. Das heißt also, dieses kundenorientierte Pricing gibt mir nicht nur die Sicherheit, im gesamten Kundenstamm gegenüber dem Wettbewerb optimal positioniert zu sein, sondern auch im Kundenstamm das Maximale rauszuholen aus meinen einzelnen Kundensegmenten. Das heißt also, meine Preise so anzupassen, dass sie optimal auf die jeweiligen einzelnen Segmente passen. Das heißt also zusammengefasst, kundenorientiertes Pricing betrifft den Kundenstamm und bringt mir hier eine Gewinnsteigerung, bringt mir aber auch durch die Preisdifferenzierung eine Anpassung in den einzelnen Segmenten und hiermit eine zweite Gewinnsteigerung. Das heißt also, kundenorientiertes Pricing hat 2 Hebel und das wird oftmals auch in der Praxis übersehen, dass es oftmals nur auf die allgemeine in den ersten Teil die Preispositionierung geht und die Preisdifferenzierung gerade in vielen Unternehmen auch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Meistens geht es da eben heute, wenn man E-Commerce hat, dass es da günstiger ist und je nachdem, wie viel Menge ein Kunden bestellt. Aber es gibt wahnsinnig viel weitere Möglichkeiten, die Preise heutzutage im Markt zu differenzieren und da bietet eben so eine Choice-Based Conjoint-Analyse unglaublich reiches Datenmaterial, um hier sichere und, sage ich mal, auch überzeugendere Entscheidungen Unternehmen zu treffen. Wenn wir dann weitergehen und diese Value-Based Pricing, diese Daten vorliegen haben, gilt es natürlich dann auch, diese Sachen optimal zu kommunizieren, also optimal umzusetzen. Und hier bietet sich das Behavioral Pricing an. Behavioral Pricing bedeutet, dass ich mir immer wieder klar mache, wie reagiert der Kunde auf Preisdarstellung. Während wir beim Value-Based Pricing eine Messung haben, ein relativ rationales Vorgehen, also die Wertwahrnehmung, also dieser Wert von einer gewissen Eigenschaft, wir hatten das vorhin beim Auto, die PS-Anzahl oder die Marke, wie wirkt sich das auf die Preiswahrnehmung auf, haben wir jetzt hier Einflussfaktoren über die Art, wie die Preise dargestellt werden. Und hier gilt es eben in modernen Firmen, diese beiden Sachen zu kombinieren. Das heißt, auf der einen Seite beim kundenorientierten Pricing sich zu überlegen, wie ist das Value, also wie ist der Wert, wie wird dieser optimal berechnet und realisiert. Und auf der zweiten Seite eben kundenorientiertes Pricing, wie wird dieser Wert dann auch kommuniziert bzw. dargestellt. Und die Kombination aus dem Value und Behavioral Pricing macht ein kundenorientiertes Pricing aus. Ich habe hier mal den Kompromisseffekt dargestellt, der in vielen Firmen immer noch nicht gang und gäbe ist. Was ist hier die Botschaft? Ich habe eine Firma, die bietet 2 Alternativen an, eine Kamera
für einen günstigen und eine für einen höheren Preis, dann werden allein durch die Preisdarstellung viel mehr Kunden dazu übergehen, auf die günstigere Kamera zu springen. Und zwar nicht, weil sie wirklich die günstigere wollen oder weil sie, die Eigenschaften dieser Kameras nicht verstehen, sondern aus dem Gefühl heraus, dass ich in vielen Produktkategorien brauche ich gar nicht das Beste, das reicht eigentlich, ich gebe mein Geld lieber für was anderes aus. Das heißt, wir kaufen in so vielen Kategorien Produkte und Angebote und Unternehmen natürlich auch ein, dass man nicht in allem das Beste haben will, sondern dass man sagt, okay, wenn der Abstand so und so groß ist und die zwei Optionen gibt es, dann nehme ich die günstigere. Wie sieht es aus, wenn ich eine dritte Angebot auf den Markt bringen. Und hier habe ich auch mal ein Beispiel genommen mit einer Kamera, die deutlich mehr kostet, also einen deutlich höheren Hebel. Und wenn ich so die Preise darstelle, führt es dazu, dass viel mehr Kunden auf einen mittleren Preis schwenken. Das heißt also, rein durch die Preisdarstellung ziehe ich die Preisbereitschaft nach oben. Da muss man aber natürlich auch relativieren. Die Kameras, die ersten beiden, müssen optimal zueinander stehen. Also man kann das nicht einfach so machen. Und dann wird es funktionieren, sondern es gilt schon auch hier wieder über das Value Pricing genau zu verstehen, was ist die Wert, wie ist die Kommunikation der einzelnen Kameras hinsichtlich des Wert, der Differenzierung. Aber wenn ich den Preisplan oder die Preisdarstellung grundsätzlich so aufbaue, habe ich einen noch zusätzlich verstärkenden Effekt, dass mehr Kunden auf die zweite Kamera springen. Und das ist gerade auch im B2B-Kontext oftmals so. Wenn Firmen, wenn wir die betreuen im Vertrieb, oftmals werden nur zwei Angebote eingereicht. Oftmals fehlt ein drittes Angebot und hier bieten sich zum Beispiel auch wieder Services an oder sonstige einfache Dinge, die ich verändern kann, dass ich immer drei Angebote einreiche, drei verschiedene Optionen und dadurch, dass ich diese drei Angebote auf dem Papier stehen habe, den Kunden psychologisch dazu zwinge bzw. ihn verführe, auf das mittlere Angebot zu gehen. Und das heißt, wenn ich immer so nur zwei Optionen anbiete, oftmals so ist, dass dann der Kunde die günstigere Option wählt. Also hier oftmals auch allein durch das Behavior Pricing enormes Potenzial. Das zweite ist der zweite Effekt im Behavior Pricing, den wir kurz darstellen wollen, ist eben Referenzpreise, dass ich eben hingebe. Man sieht das auch in vielen Outlets. Das Angebot kostet eigentlich so viel, aber heute ist es günstiger. Und das Spannende ist natürlich gerade in Bereichen, wo geringes Preiswissen da ist, dass viele Kunden das gar nicht nachvollziehen können. Das heißt, gerade dann ist es spannend im Rand, im Sortiment oder in Kategorien, wo ein geringes Preiswissen vorliegt. Das ist gerade auch bei Endkonsumenten oftmals sehr, sehr gut möglich, wenn das zum Beispiel im B2B-Kontext Referenzpreise eher etwas schwieriger sind, weil hier die Einkäufer regelmäßig die gewissen Produkte kaufen. Das heißt, hier hinzuschreiben, normal kostet das Produkt 100 Franken, wenn jeder Einkäufer weiß, es kostet eigentlich 80, ist zwar auch ein Referenzpreiseffekt, aber würde dann in eine Abnahme des Preisvertrauens führen. Das heißt also, im B2B-Kontext muss man hier ein bisschen aufpassen mit dem Arbeiten von Referenzpreisen. Nichtsdestotrotz, einfach nur Rabatte geben oder günstigere Aktionen, wie es eine Migros oder eine Coop macht, 15%, ist oftmals gar nicht so ideal, sondern auch immer den Referenzpreis hinschreiben und den größer oder stärker, dass nochmal klarer ist, wie viel man da eigentlich spart beziehungsweise wie attraktiv das ist. Der nächste Ansatz im Behavioral Pricing, wo sich viele Firmen schwer tun, gerade auch im Dienstleistungsbereich, ist, dass man immer dem Kunden das Günstigste anbietet, das Einfachste, und dann ihm sagt, bau doch das dazu, wähl weitere Elemente dazu aus. Das heißt also, der Kunde muss immer entscheiden, mehr zu kaufen, mehr auszugeben. Und das ist eben psychologisch so, dass die Menschen, wenn sie etwas mehr oder wenn sie etwas mehr bekommen, relativ weniger unzufrieden sind oder weniger zufrieden sind, als wenn sie Dinge wegnehmen müssen. Das heißt, das Psychologische habe ich diese Woche wieder gelernt, die Amygdala in unserem Hirn ist immer auf das Negative aus, ist auf Gefahren aus. Und diese Wirkungsweise unseres Gehirns, anscheinend 1 zu 5 ist der Faktor, also Dinge, die negativ sind, werden 5-mal eher wahrgenommen als Dinge, die positiv sind. Und somit ist man im Behavior Pricing gut beraten, Sachen, dass der Kunde Dinge wegwählen muss. Das heißt also, wenn ich auch Angebote reinschicke, zum Beispiel 3 Stück, dass ich immer wieder dem Kunden ein bisschen in die Situation bringe, dass er von sich aus Dinge aus dem Angebot herausschneiden muss. Und das ist deutlich emotional stärker belastend, als wenn er, oder das führt zu einer deutlichen höheren Unzufriedenheit,
als wenn ich Dinge dazu buchen muss aus Kundensicht. Das führt im Vergleich zu weniger Zufriedenheit. Das heißt also, emotional ist der Effekt, Dinge wegzubuchen, deutlich stärker, wenn es auf den Handlungsbezug für mich als Menschen geht. Und abschließend eben der Klassiker, den jetzt selbst inzwischen SurveyMonkey, eine Marktforschungssoftware, berücksichtigt, ist, dass man eben Preispläne, und das geht auch ein bisschen, was wir bisher diskutiert haben, dass ich immer mit dem teuersten anfange auf der linken Seite und dann die günstigeren auf die rechte Seite schreibe. Und das ist eben wieder, was wir auch gesagt haben, so ein bisschen die Effekte, dass eben psychologisch gesehen ist es mir schwerer tue, von dem teuren wegzugehen, dass ich mir schwerer tue, auch beim Referenzpreis immer nur das günstigste zu wählen, wenn da zwei teurere sind. Also man sieht, bei diesem Behavioral Pricing geht es immer ein bisschen um die Psychologie, dem Kunden so ein bisschen ein schlechtes Gefühl zu geben, dass er aufs günstigste springt. Und wie gesagt, das kann ich über die Darstellung meiner Preise, die Darstellung meiner Preispläne auch einen relativ großen Einfluss haben. Das heißt, in der Kombination aus Choice-Based Conjoint Value Pricing und dem Behavioral Pricing kann ich extrem großen Hebel auf die Gewinnentwicklung und relativ kurzfristig in Unternehmen machen. Und gerade zur Zeit ist ja das Tolle, dass wir zwar in einer Krise sind, aber viele Unternehmen enormes Potenzial haben, hier sich im Markt zu verbessern. Und ich habe jetzt hier 4 Punkte im Behavioral Pricing vorgestellt. Es gibt hier mehrere Studien, die sagen, es gibt insgesamt 30 solcher Effekte. Und man kann sich hier als Manager eigentlich relativ stark austoben, auch mehrere Effekte kombinieren miteinander, nicht nur einen nutzen, sondern mehrere, um eben hier sein Pricing und seine Preiswahrnehmung zu optimieren. Und dann abschließend, wenn ich eben diese beiden Punkte berücksichtigt habe, zum einen dieses Value Pricing und das Behavioral Pricing, geht es darum, dass man in Organisationen sich überlegt, okay, wie bauen wir eigentlich Preismanagement auf? Eine Möglichkeit ist zu sagen, wir setzen das ins Vertrieb oder wir setzen das ins Produktmanagement. Die Erfahrung ist natürlich immer die, dass wenn man das ins Vertriebsmanagement gibt, dass es erstmal der einfachere Weg ist. Warum? Weil natürlich im Vertrieb hier auch eine gewisse, wie soll man sagen, kein Selbstquälen vorhanden ist. Das heißt, der Vertrieb wird nicht Preise entwickeln, die er auch dann im Markt denkt, Schwierigkeiten hat umzusetzen. Das heißt, das ist zwar der einfachere Weg, aber grundsätzlich empfiehlt es sich eben, Pricing immer ins Produktmanagement zu geben. Warum? Weil es geht darum, eben diese Reibung zwischen Produktmanagement und Vertrieb auch systematisch in der Organisation zu moderieren bzw. zu optimieren. Also das heißt, was viele Firmen machen, dass sie eben die Preisentscheidung so zwischen Geschäftsleitung und Vertrieb irgendwie ausknobeln, einmal im Jahr, ist der einfachere Weg. Aber der bessere, der professionellere ist, dass sich Produktmanagement und Vertrieb gegenüberstehen und dann einen Kompromiss finden müssen, wie eben im Zeitablauf systematisch die Preise verbessert werden. Und womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist nicht so sehr einen Preisspezialisten einzustellen. Viele Schweizer Firmen haben nicht die Ressourcen für so eine Stelle, obwohl die sich relativ schnell rechnen würde und auch finanzieren würde. Aber auch im Arbeitsmarkt gibt es gar nicht so viel Pricing-Experten. Das heißt, oftmals übernimmt eine Person in dem Unternehmen diese Funktion im Produktmanagement. Und auch das Spannende ist, wir arbeiten ja auch mit vielen Marktforschungsfirmen zusammen oder auch vielen Marktforschern. Die wenigsten, obwohl sie sehr viele Kundenbefragungen machen, machen Preisanalysen. Also auch hier kenne ich viele Firmen, die davon ausgehen, dass ihre Marktforschungsabteilung automatisch in der Lage ist, Preise kundenorientiert zu bestimmen. An dem ist nicht so. Also vielen Marktforschern, weil sie einen soziologischen oder psychologischen Hintergrund haben, die sind sehr gut darin, Emotionen zu messen oder auch Customer Journeys zu messen. Aber bei einer Preismessung geht es schon stärker auch in den Business-Kontext, auch in der Modellierung. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man ein fundiertes betriebswirtschaftliches Studium hat, was viele eben gerade in der Marktforschung nicht mitbringen. Das heißt also, wir empfehlen, einen Preisspezialisten oder die Funktion eines Pricing-Spezialisten ins Produktmanagement zu geben und dann regelmäßig einen Preisausschuss tagen zu lassen. Der hat dann auf Monats- und Quartalsebene Basis eben die Sache, den operativen Entwicklung zu steuern, auch das Thema Rabattmodelle zu optimieren im Ablauf, aber auch mindestens halbjährlich sich strategische Fragen zu stellen. Das heißt also, dieser Preisausschuss sollte auch halbjährlich sich die Frage stellen, wir haben eine Pricing-Strategie definiert für die nächsten 3 Jahre, sind wir hier on track, was gibt es für gewisse Dinge, die für oder gegen
diesen Preis aus Preisentwicklung sprechen. Was können wir machen auf der Wertwahrnehmung? Was sind das für Informationen auch in die Organisation? Was müssten wir verändern? Kann ja sein, zum Beispiel, es gibt im Servicebereich gewisse Herausforderungen oder es gibt neue Innovationen auch im Servicebereich, die es zu antizipieren gilt. Und hier ist eben sehr hilfreich, wenn man halbjährlich sich zu diesem wichtigen Instrument zusammensitzt und immer wieder schaut, sind wir auf der allgemeinen Roadmap richtig unterwegs. Weil ansonsten gerade unsere Erfahrungen in den letzten 10 Jahren, es gibt Ausreden ohne Ende, es gibt Kriege ohne Ende, Inflation ohne Ende, Pandemien ohne Ende. Es gibt immer Gründe und irgendwelche Entwicklungen, auch neue Wettbewerber, alte Wettbewerber, ganz neue Wettbewerber, ganz neue Branchen, Disruptionen. Also es gibt wirklich viele Geschichten, die man immer wieder erzählen kann, warum ein systematisches Preismanagement gerade jetzt in diesem Moment nicht möglich ist. Und da gilt es eben durch diesen Preisausschuss immer einen Gegensatz stellen. Und der sollte auch von der Geschäftsleitung dann auch im Ende des Jahres immer wieder in die Pflicht genommen werden, dass man eben langfristig die Preisstrategie auch erreicht, beziehungsweise die Ziele, die dort definiert werden, nicht aus dem Augen verliert. Ansonsten ist es immer die Gefahr, dass man wieder in Umsatz zurückrutscht und nicht auf den Gewinn schaut und dass man auch das falsche Signal in die Organisation sendet, dass eben dieses ganze kundenorientierte Pricing mehr für PowerPoint ist und damit man irgendwo so ein bisschen sich mathematisch ausspielen kann, aber nicht, dass es wirklich ein zentrales, elementares Element ist für eine Unternehmung, profitabler zu arbeiten und deutlich den Gewinn zu steigern. Was gibt es also, wenn man abschließend zu diesem Webinar gucken, was gibt es eben dann zu beachten? Die erste große Aufgabe für Firmen ist es, die Kompetenzen im Bereich Kundenbefragung zu steigern. Ohne das wird ein kundenorientiertes Preisstrategie oder Preismanagement nicht möglich sein. Das heißt also, ich muss mir überlegen, wer macht es und mit welcher Methode. Und das Tolle ist heute durch das Internet, es ist umfassend dokumentiert. Es gibt auch viele Anbieter inzwischen mit günstigen Softwarelösungen, die auch viele Webinare anbieten, wie dieses hier, oder auch viele Schulungen oder Lernvideos. Das heißt, man kann eigentlich relativ schnell sich in diese Methoden reinarbeiten und kann diese ja auch zum Beispiel erstmal intern mit den eigenen Mitarbeitern testen. Man muss ja nicht immer gleich an die Kunden ran, sondern kann ja einzelne Testballons mal starten, hier mit Freunden auf LinkedIn über E-Mail-Verteiler, mal gucken, wie sehen die Daten aus, wie arbeite ich damit. Der zweite Punkt, und der ist manchmal ein bisschen weniger intuitiv, die meisten sagen dann, ja okay, dann machen wir, wenn wir diese Kompetenzen haben, dann messen wir auch gleich, gilt es erstmal eine Preisstrategie zu entwickeln. Das heißt, das Schöne ist, ich starte also und gebe den Auftrag und sage, okay, wir müssen die Kompetenzen in der Preismessung verbessern und zum gleichen Zeitpunkt starte ich mit der Aufgabe, eine Preisstrategie zu entwickeln. Und das gibt mir eben die Zeit und auch die Möglichkeit, überhaupt erstmal zu definieren, wo wollen wir als Firma hin, was sind eigentlich bei uns die Wertbausteine, wo wir uns weiterentwickeln wollen und müssen, warum ist das so wichtig, weil das in vielen Firmen nicht vorliegt. Und dann ist immer das Thema Garbage in, Garbage out. Wenn ich gar nicht weiß, welche Merkmale und Ausprägungen ich in diese Messungen geben soll, weil gar keine klare Preisstrategie vorliegt, dann kann das auch schnell dazu führen, dass ich Dinge messe, die gar nicht so relevant sind für meine langfristige Preisstrategie, obwohl die gerade im Moment den Leuten sehr schnell eingefallen sind. Dann eben Preise aus Kundensicht regelmäßig messen. Das ist auch bei uns immer wieder die Herausforderung, dass wir sagen, es reicht nicht aus, eine Beratung einmal alle 3 Jahre zu buchen, sondern möglichst einmal im halben Jahr, möglichst sogar quartalsweise in einzelnen Bereichen immer wieder Preismessungen durchzuführen. Und dann nehme ich natürlich nicht den gesamten Kundenstamm, sondern ich nehme immer wieder Teile aus dem Kundenstamm, damit keiner belästigt wird. Und dann frage ich mal dieses Jahr, dieses Quartal über eine Innovation, nächstes über einen gewissen Service, dann wieder über ein anderes Thema. Und so sollte ich 3 bis 4 Befragungen pro Jahr machen im Preismanagement, weil ich dann, wenn ich diese systematisch über die Zeit mache, auch sehe, wie sich die Zahlen entwickeln. Das heißt also hier auch das Spannende ist, nicht einmal ad hoc eine Preismessung zu machen, sondern in Firmen ist man gut beraten, wenn man die regelmäßige Preismessungen durchführt, um systematisch zu erkennen, wie eben sich der Wert und die Preiswahrnehmung im Zeitablauf verändern. Dann eben diese Daten für eine Preisdifferenzierung nutzen. Viele Firmen haben da noch ein enormes Potenzial. Es geht meist nur nach Menge. Das kann man zum Beispiel auch, ich habe immer wieder Diskussionen auch mit Firmen, wo ich sage, fangt doch mal mit Loyalität an. Das ist dann bei vielen schon so, aha, ja, könnte man auch machen. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Und hier kann man auch wahnsinnig kreativ sein. Dann eben auch dieses Behavioral Pricing einsetzen. Das heißt also, wenn ich dann meine Preispositionierung und Preise definiert habe, wie kriege ich das dann auch optimal kommuniziert? Und dann eben auch der letzte Punkt,
ganz wichtig, dann eben systematisch immer wieder das Preismanagement optimieren, immer wieder sich überlegen, die Prozesse, wie oft tagt der Ausschuss, mit welchen Daten, was wird da entschieden und immer wieder kritisch zu schauen, so über einen Zeitraum von 3 Jahren, wie kann ich die eigenen Preismanagement-Kompetenzen in Firmen verbessern. Und warum ist der letzte Punkt auch gerade so wichtig? Weil, wie gesagt, bei Kommunikation, bei Vertrieb sind diese Prozesse alle etabliert. In allen Firmen gibt es klare Vertriebsprozesse. Man sitzt sich mit seinem Manager einmal in der Woche hin oder einmal im Monat, Quartalsreviews und dergleichen mehr. Das Gleiche im Marketing, Kommunikation, Budgetentscheidungen. Diese Prozesse sind alle etabliert. Das ist aber in den meisten Firmen hinsichtlich Preise ein völliges Chaos. Das heißt, ich muss hier, um auch einen Mehrwert aus diesem kundenorientierten Pricing zu ziehen, diese ganzen Prozesse und Vorgehensweisen viel stärker und mit viel mehr Kraft und Energie erstmal in so eine Organisation einpflegen und mich auch mehr darum kümmern, als ich das in eben anderen Bereichen und anderen Themengebieten habe. Wunderbar. Wenn ich diese Punkte eben erfülle, dann sollte mein Leben wunderschön sein, dann sollte ich auch sehr erfolgreich sein. Und da können wir jetzt aus langjähriger Erfahrung und zahlreichen Pricing-Projekten sehr erfolgreich berichten, dass wenn Firmen sich trauen, dieses Thema anzugehen und die Kompetenzen dazu haben, in den meisten Fällen es eine deutliche Gewinnsteigerung gibt und vor allem auch eine Umsetzung, mal abgenommen vom Vertrieb, ja auch relativ einfach ist. Ich muss kein neues Produkt entwickeln, keinen neuen Vertrieb entwickeln, sondern ich muss einfach die Preise, die Preisdarstellung anpassen, was im Vergleich zu vielen anderen Aufgaben sehr viel weniger Energie erfordert. Und vor allem, wenn ich diese Daten habe, auch eine sehr, sehr große Sicherheit in der Entscheidungsfindung, dass da, wo ich mich hinbewege, auch relativ klar der Erfolg sein wird. Das heißt also, Preismanagement und kundenorientiertes Preismanagement ist wirklich jeder Firma ans Herz zu legen, weil es einfach ist im Vergleich und mit einer großen Sicherheit durchgeführt werden kann. Ich hoffe, auch dieses Webinar war wieder spannend. Wir bieten einmal im Monat Webinare an aus Seiten Customer X, um die aktuellen Themen vorzustellen. Ich möchte hier kurz auf die kommenden 2. Wir werden im Oktober auf das Thema Vertrieb und AI eingehen und dann im November unser Kernthema CRM und Kundenwert nochmal vorstellen, weil wir da so eine riesen Resonanz hatten zu unserem Wettbewerb, zu unserem Webinar. Wer Fragen hat zum Thema kundenorientiertes Pricing oder Anliegen hat, wir stehen da gerne zur Verfügung. Wir haben eben eine eigene Pricing-Beratungsunit, führen hier auch die Befragungen für Unternehmen durch, helfen bei der Strategie und der Systematisierung. Also wenn es hier Interesse gibt, kann man jederzeit einfach kurz eine Anfrage stellen, auch unverbindlich. Also wir schauen uns auch an, ist es aktuell der richtige Zeitpunkt. Aber ich möchte es nochmal eingangs betonen, gerade im Preismanagement haben die meisten Firmen einen Riesenhebel und da lohnen sich Investitionen meistens relativ auch kurzfristig und schnell, im Gegensatz zu vielerlei anderen Projekten. Dann vielen Dank für das Interesse an dem heutigen Webinar. Ich hoffe, ich konnte die einzelnen Punkte eines kundenorientierten Preismanagements vorstellen. Was gilt es zu berücksichtigen? Was sind auch Fallstricke? Was gibt es auch für Missverständnisse in der Praxis? Und wie gesagt, wenn Fragen sind, bitte einfach kurz aus uns eine E-Mail. Ich gehe nochmal hier kurz auf den Chat